So, herzlich willkommen zu unserer heutigen Game Session. Wie ihr wisst, drei unterwegs und Echo Fresh testen Games. Ja, heute im Programm zunächst einmal von freeonlinegames.com das Spiel. Ja, wie heißt es denn? Das ist jetzt eine gute Frage. Es ist Tractormania. Ja, du sagst es, Echo. Nein, drei unterwegs, Entschuldigung, ich bin Echo. Ja, damit ihr es wisst. Also wir haben es schon vorgetestet, es ist sehr funny und drei unterwegs fährt jetzt mal eine Runde. Es geht also darum, irgendetwas von einer Seite der Welt zur anderen zu transportieren und das auf simpelstem Wege. Also, sehr realistisch und jetzt seht ihr das bitte. Wir sind schon im Level 9. Oh, neuer Traktor. Oh, und wir haben einen neuen Traktor freigeschaltet, das sehen wir erst jetzt. Neuer Traktor, also ihr seht hier, High-Speed-Traktor. Also unglaublich mit dieser Verzierung. Wir haben hiermit nicht hiermit angefangen, weil wer würde... Die beiden stehen zum Anfang zur Auswahl. Die beiden stehen hier zum Anfang zur Auswahl. Natürlich stehen wir den meisten Sternen. Jetzt nehmen wir den Traktor hier unten. Und jetzt fängt... Was ist das denn? Drei oder fix an. Wir wissen nicht... Fahren. Das ist die Frage. Ich muss jetzt schieben. Soll das ein Klavier sein oder was soll das sein? Und drei oder fix fällt direkt. Ey, das ist... Sie sehen, das Spiel ist extrem geil. Jetzt bin ich dran. Das war jetzt dumm. Okay, das war dumm, sagt drei unterwegs. Jetzt machen wir nochmal. Ich muss das runterrollen lassen und dann langsam werden. Also das ist extrem beschissen. Da bringt uns der ganze Speed von dem scheiß Traktor auch nichts, wenn wir nicht vorwärts fahren können. Und es wird spannend. Sie sehen, dieses Spiel ist einzigartig. Unglaublich. Ich spiele immer Kommentator und... Dreier der Fix fährt und macht sich selbst kaputt. Was schiebt er da bloß? Ist das ein Klavier? Ist das ein halbes Feuerwehrauto? Nein, es ist ein Mähdrescher. Da, Cockpit. Hier ist das Cockpit. Das Cockpit und es sieht zwar nicht so aus, aber es ist anscheinend einer. Und jetzt, er macht das gut, er macht das sehr gut. Die Kette müsste eigentlich lang gerissen sein, aber er macht das sehr gut. Und hier sehen Sie diese realistische Grafik. Überall mal ein Haus, zwischendurch mal Laternen in der tiefsten Einöde und dieser Querschnitt. Sehr realistisch gemacht. Immerhin sieht der Traktor geil aus. Ohne Führer, aber immerhin sieht er geil aus. Erzähl uns von deiner Spielerfahrung hier in diesem Game. Also ich heiße erstens doch LFX. Ja. Und failed. Click to restart. Jetzt ist Echo dran. Wie wir sehen, hat er überhaupt nicht. Nee, ich muss nochmal. Letzter Versuch für ihn. Der geht aber ab. Er hat ja einen viel höheren Speed drauf als ich vorhin. Aber daran, dass er die Strecke schon kennt. Das Rad von dem. Kommentieren soll ich? Ich habe aber keine Ahnung, was ich labern soll. Also laber ich mal irgendwas. Also der hat vorne so einen Rammbock, mit dem der den rammt und dann eben die Kette dran ist. Und jetzt hat er den gerammt und hat Leben verloren und wir sind gleich sogar im Ziel, wie es aussieht. Nee. Was ist denn das? Ich dachte, da ist ein Gefängnis oder so, da ist das Ziel. Yay! Well done. Also wie ihr seht, die Level werden immer schwieriger. Okay, das ist das erste Level, was ihr seht. Oh, jetzt haben wir einen Katapult oder irgendwie sowas. Was ist das? Das ist ein Benzinkanister. Oh, es ist schwer zu erkennen, was es sein soll, aber es ist auf jeden Fall irgendetwas. Eine Schwimmliste. Wonach sieht's aus? Community bitte wertet. Da fällt gleich irgendwas aus. Das sieht sehr gefährlich aus. Und da kommt der Wheelie! Wie lange wird die ihn halten? Oh! Und Feuerrückzieher! Ah, schade! Wow! What are you doing? Ich bin nicht um. So, killt er dich? Keine was? Der killt dich. Das kann nicht sein. Ja, was auch immer das ist. Wir sind in Level 10, wie ihr seht. Und 3DFX legt hier eine Glanzvorstellung hin. Und dann. Oh! Der kommentiert viel zu viel. Nein. Ich will alles nach rausschneiden, da bin ich nicht für. Und er fällt! Er fällt! Das ist bitter, ganz bitter. Was soll das sein? Das ist die Frage. Ach, das ist schwer, oder? Das ist eigentlich einfach. Nee, das ist das Teil hinten dran ist schwer. Nö. Das zieht einen hoch, oder? Nö, das macht gar nichts. Doch, das zieht einen hoch, merkst du das? Wie sollen das einen hochziehen? Siehst du doch. Was sind das jetzt?
Nein, der drückt hinten runter. Wow! Junge, du verlierst mir gar nichts hier liegen. Nee, ich heiße ja auch nicht 3 oder X. Kurze Unterbrechung. Wow, siehst du, das zieht voll runter. Was? Das zieht voll der Kanne runter. Volle Kanne. Ohne Witz, das ist eine Beschwerung hinten dran. Ja. Damit fährt man auch so. Ja, ohne Witz! Ja, mein Vater ist ja auch Bauer, der fährt damit. Er hat's geschafft. Well done. Next level. Oh. Oh. Das heißt geil, das kann abgehen, oder? Guck mal. Nee. Doch, sieht so aus. Jo, wie wir sehen, der Anhänger kann abgehen. Wer mit so einer Anhängerkupplung fährt, das ist sicherlich rechtswidrig. Vollgas und drauf. Oh. Ja. What? Ach, you failed. Noch mal. No. Fail ist fail. Der fährt einfach weiter. Mal gucken, was er. Okay, ich kenne die Strecke jetzt. Extrem knapp. Da steht wieder eine Laterne. Sehr professionell. Und da killt er sich. Wie unrealistisch war denn das bitte? Wie toll geht's? Wie nicht stark. Das geht gar nicht. Sehr professionell. Er verliert den Anhänger direkt. Ich muss dagegen fahren, direkt eine Vollbremsung machen. was tust du da? Einfach ein bisschen warten und dann passt das schon. Soll ich vorher selbst? Was? Dran? Was ist denn das für ein Scheiß gegen? Moment, hier scheint wohl ein Bug vorzulegen. Der liegt wohl. Echo. Ja, Echo und 3RFX, die Bugtester. Lol, der hängt dem hinten auf dem Ding. Da steht man hier automatisch, wenn man da vorne drüber fährt. Es ist sehr spannend, wie wir alle hier sehen. Und Echo schafft's. Er hat es geschafft, aber wir wissen nicht, was als nächstes Hindernis kommt. Oh, eine Brücke. Eine Brücke. Mit einem Abgrund. Und über einem Abgrund. Oh, noch eine Brücke. Oder eine Wippe. Ne, eine Brücke. Doch eine Wippe. Doch eine Brücke. Doch eine Wippe. Wie elegant ich das mache. Wie elegant er das macht. Du brauchst nicht zweimal zu sagen. Was ist das Gefängnis? Die sehen alle so aus. Bäume passen auch total zusammen. Dann nehm. Du schaffst nicht immer hier. Ha! Next level. Oh, jetzt wird ein Haus transportiert. Oh, das wird immer besser, das Spiel. Kann das Haus auch rausfallen? Oder was wird mit dem Haus passieren? Dies und... Einfach naja. Vollgas sind drauf. Das ist immer die falsche Methode. 3 oder X. Ich sagte es doch. Oh, was ein Lacker. Können. Das Haus fällt doch immer da raus. Nö. Ja, doch. Hä? Leute, wie unrealistisch ist das denn? Mio, kein Gar. Die einzige Herausforderung ist die Frage, ob er den Berg hochkommt oder nicht. Was, ich kann eine Frage nicht herausfordern. Das geht. Bei mir geht alles. Jetzt ist sein Untergang. Mega Jump. Untergang. Das Haus bleibt drin. Sich verarschen. Was ein einfaches Level kommt, dann Level 12. Oh, jetzt kommt wieder dieses Teil. Das kam schon mal ein Level irgendwas. Gegen 4 oder so. Rum. Da war das aber 2 gar nichts. Vorne. Das macht ja gar nichts. Da war 2 hinten und davor war das davor. So. Das Spiel ist äußerst anspruchsvoll, wie wir sie sehen. Sehr gut geeignet für ungefähr 2- bis 4-Jährige. Das Teil hinten soll wohl verhindern. Das ist wahrscheinlich hier so vom. Ist so vorgeschrieben, damit man nicht zu schnell fährt. Und auch achtsam ist. Wie ein kurzer. Oh, das war's schon.
Nice round. Ich glaube, die Level werden jetzt wieder einfacher. Was ist das denn? Der verfolgt dich. Ich glaube, der verfolgt dich, echt. Ich will mal gucken. Okay, wir gucken. Ja, definitely ein Rennen. Das wird ein Rennen. Wird 3 oder 4 es schaffen. Vollgas. Und er hat schon. Du warst schon vor mir. Was ist das denn? Nein, du musst dich nehmen bleiben. Wie viele sind das? Ja, das ist so eine Kolonne, weißt du? Kannst dich überholen. Warum hab ich den dümmsten? Ich will auch so einen gelben. Was für ein Scheiß ist das bitte? Vielleicht müssen wir noch Sachen dazwischen transportieren. Was ist hinter mir denn noch? Ist ganz weg. Nee, der ist hinter dir. Warte, Pepsi. Ja. So knapp war das jetzt auch nicht. Mann, was macht der denn da? Du failst doch eh bei dem. Was aber. Was ist das bitte für ein pissiges Level? Kann man hier hupen? Nee. Versuch den mal anzuschieben. Sterbe ich doch. Nein, nicht direkt. Okay. Gib mir mal Lichthupe. Hä? Ey, man kann mit dem Vorderreifen so drauf, also. Ja toll, was bringt dir das? Ja, dann fährt er nicht. Well done! Und ich krieg den neuen Trecker, bestimmt. Oh, nee, schon wieder so eine scheiß Heuschober. Nein, du hast da hinten nichts mehr dran. Und da gibt der Wheelie. Gibt der den Wheelie? Gibt der direkt den Wheelie zum Start? Oh, Steine? Oder Marder? Oder was ist das für Viecher? Marder. Ja, 15 Stück auf dem Haufen, oder wie? Der tote Marder. Sehr realistisch. Da hat jemand seine Meuschelmarder hingelegt. Oh, eine Wippe. Oh. Jetzt. Ups. Okay, Leute. Wollen wir das Spiel wirklich noch beenden? Oder wollen wir uns einfach Neues raussuchen? Nein, wir machen das noch ein bisschen weiter. Das ist geil. Ich würde sagen, nein. Ende. Okay, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das Video an dieser Stelle abbrechen. Dieses Spiel ist einfach grottenschlecht. Und wir sehen uns in 5 Minuten wieder mit einem neuen Game. Tschüssi. Tschüss. Sikorski.